Bei Einbaugeschirrspülern handelt es sich um Elektrogroßgeräte, die Sie komplett in Ihre Küche integrieren können. Das heißt, diese Art der Geschirrspülmaschine wird ähnlich wie ein Schrank in Ihre Küchenzeile eingearbeitet. Der Unterschied eines Einbaugeschirrspülers zu einer herkömmlichen Geschirrspülmaschine ist der, dass die Spülmaschine die gleiche Verblendung erhält wie Ihre Küchenschränke. Dadurch fällt es nicht auf, ob sich hinter der Tür eine Spülmaschine oder ein Schrank verbirgt. Und das Gesamtbild der Küche wirkt lückenlos, wird nicht durch eine unpassende Blende des Geschirrspülers gestört. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Bosch SMD6ECX57E-Serie 6 Einbaugeschirrspüler. Der Bosch SMD6ECX57E-Serie 6 Einbaugeschirrspüler ist voll integrierbar. Er bietet eine Kapazität von 14 Maßgedecken und hat die Energieeffizienzklasse D im Eco-Programm. Verbraucht das Gerät 9,5 Liter Wasser pro Durchgang. Der Stromverbrauch liegt bei 85 Kilowattstunden pro 100 Durchgänge. Das Eco-Programm dauert 4 Stunden und 35 Minuten. Neben dem Eco-Programm verfügt die Spülmaschine über 7 weitere Programme. Dazu gehören Intensivprogramm, Autoprogramm, Glasprogramm, 2 Express-Programme, Silence-Programm, Favoritenprogramm. Im Silence-Programm arbeitet der Geschirrspüler von Bosch mit einer geringeren Lautstärke. Normalerweise beträgt der Geräuschpegel 42 Dezibel. Im Silence-Programm liegt er bei 39 Dezibel. Das Favoritenprogramm der Spülmaschine ermöglicht es, ein Programm und eine Zusatzfunktion auszuwählen und diese Kombination zu speichern. Die Spülmaschine ist mit den Zusatzfunktionen Intensivzone, Speed Perfect Plus und Effizientri ausgestattet. Beim Gebrauch von Effizientri öffnet sich die Tür von selbst, sobald das Programm vorüber ist. Das soll die Trocknungsergebnisse verbessern. Mit Extra Clean Zone. Die Extra Clean Zone befindet sich im Oberkorb. Sie dient laut Hersteller zur gründlichen Reinigung von Müslischalen oder anderen verschmutzten Geschirrteilen. Hierzu kommen 3 rotierende Wasserdüsen zum Einsatz, die die Verschmutzungen aufweichen sollen. Im Unterkorb des Bosch-Geschirrspülers befinden sich Stachelreihen. Sie sind klappbar, sodass auch größere Geschirrteile in die Maschine passen. Der Oberkorb verfügt über Anti-Rutschleisten und Glashalterungen. Sie sollen verhindern, dass die Gläser verrutschen. Um langstielige Gläser oder anderes hohes Geschirr in der Spülmaschine unterzubringen, ist der Oberkorb höhenverstellbar. Das gelingt in 3 Stufen um maximal 5 cm. Über dem Oberkorb ist eine Vario-Schublade angebracht. Sie ist mit Aussparungen versehen, dank denen laut Hersteller kleines Geschirr bzw. größeres Besteck in die Schublade hineinpassen. Während des Betriebs besteht die Möglichkeit, die restliche Laufzeit anhand einer Projektion auf dem Küchenboden einzusehen. Am Ende des Programms ertönt ein akustisches Signal. Zudem ist die Bosch-Spülmaschine Home Connect fähig. Mittels der Home Connect App ist es möglich, verschiedene Informationen zum Geschirrspüler auf dem Smartphone einzusehen. Außerdem sind innerhalb der App die Easy Start-Funktion und die Tab Count-Funktion nutzbar. Die Easy Start-Funktion kann bei der Programmauswahl helfen. Die Tab Count-Funktion kann eine Benachrichtigung verschicken, sobald sich der Vorrat an Spülmaschinentabs dem Ende neigt. Zudem ist es möglich, den Geschirrspüler mit Amazon Alexa zu verbinden und ihn per Sprache zu bedienen. Das zweite Produkt ist Neffes 855X14EN50 Einbaugeschirrspüler Bosch SMD6ECX57E-Serie 6 Einbaugeschirrspüler. Der Neffes 855X. Die Maschine ist mit den Zusatzfunktionen Extra Speed, Extra Trocknen und Powerzone ausgestattet. Der nächste Produkt ist AEG FOE53600ZM Einbaugeschirrspüler Neffes 855X14EN50 Einbaugeschirrspüler. Die Einbauspülmaschine FOE53600ZM von AEG gibt es in verschiedenen Ausführungen, jedoch alle mit den gleichen Features. Unterbaugerät. Freistehende Spülmaschine. Teilintegrierte Spülmaschine. In der voll integrierbaren Version.
Mit einem Fassungsvermögen von 13 Maßgedecken ist die Einbauspülmaschine genauso groß wie die bisher vorgestellten Konkurrenten. Bei dem Autosense-Programm erkennt der Einbaugeschirrspüler den Verschmutzungsgrad der Befüllung und stellt die Spülparameter entsprechend ein. Durch diese Vorgehensweise des Programms sparen Verbraucher Zeit, Wasser und Energie, müssen aber nicht auf ein sehr gutes Spülergebnis verzichten. Mit Airtree-Technik, der teilintegrierte AEG FUE53600ZM Einbaugeschirrspüler verfügt über die neueste Airtree-Technik, welche die Trocknung durch den Einsatz eines natürlichen Luftstroms optimiert. In der letzten Phase des Spülvorgangs öffnet sich die Tür des Einbaugeschirrspülers automatisch um 10 cm. Dadurch wird das Geschirr effizient und auf natürliche Weise getrocknet, was letztendlich eine gewisse Energieeinsparung bedeutet. Trotz der natürlichen Trocknung hat das Geschirr laut Hersteller keinerlei Wasserflecken. In puncto Ausstattung bietet der AEG Einbaugeschirrspüler einen Oberkorb, der mit zwei klappbaren Tassenhaltern ausgestattet ist. Die integrierten Softspikes verhindern ein Rutschen von Gläsern und Tassen. Der Unterkorb ist mit zwei klappbaren Tellerhaltern ausgestattet, die bei Bedarf eingesetzt werden können. Für das Besteck bietet die Einbauspülmaschine einen Besteckkorb, der sich auch entnehmen lässt. Mit Startzeitvorwahl, Beladungserkennung, Restlaufanzeige und 5 verschiedenen Spülprogrammen bei 4 Temperaturen bietet die Spülmaschine hervorragende Spül- und Einstellmöglichkeiten. Die Körbe können beidseitig unabhängig voneinander in der Höhe verstellt werden, sodass Nutzer flexibel auf unterschiedlich große Geschirrteile reagieren können. Die elektronische Nachfüllanzeige zeigt an, wenn Klarspüler oder Salz nachgefüllt werden müssen. Mit einer Luftschallemission von 44 Dezibel arbeitet der Einbaugeschirrspüler angenehm leise. Die Einbaumaße dieser Spülmaschine sind ähnlich den anderen vorgestellten Geräten, 57,5 cm in der Länge, 59,6 cm in der Breite und 81,8 cm in der Höhe. Die Einbauspülmaschine hat die Energieeffizienzklasse D bei einem jährlichen Wasserverbrauch von 2775 Litern und einem jährlichen Energieverbrauch von 234 Kilowattstunden. Der nächste Produkt ist Bosch SMV25X00E Serie 2 Einbaugeschirrspüler AEG FUE53600ZM Einbaugeschirrspüler. Der Bosch SMV25X00E Serie 2 Einbaugeschirrspüler ist mit einem Ecosilence Drive ausgestattet, der einen besonders leisen Betrieb ermöglichen soll. Er erzeugt eine Lautstärke von maximal 48 Dezibel. Der Geschirrspüler ist mit der Energieeffizienzklasse F versehen und verbraucht pro Spülvorgang im Eco-Mode etwa 1,02 Kilowattstunden und 11,7 Liter Wasser. Platz ist für 12 Maßgedecke und die Ablagen sind höhenverstellbar. 5 Programme sind auswählbar. Intensiv 70 Grad. Auto 45 bis 65 Grad. Eco 50 Grad. Schnellprogramm 1 Stunde bei 65 Grad. Vorspülen. LED-Display mit Indikatorlampen. Der Bosch SMV25X00E Serie 2 Einbaugeschirrspüler hat ein integriertes LED-Display mit Anzeigelampen und lässt sich nach Angaben des Herstellers vollelektronisch über Tasten bedienen. Eine Sonderfunktion ist der Glasschutz. Gläser und empfindliches Geschirr lassen sich hierbei besonders schonend behandeln. Das Aktivator-Hydrauliksystem sorgt mit den Beladungssensoren dafür, dass der Geschirrspüler nur so viel Wasser und Energie verbraucht, wie aktuell benötigt wird. Die Spülmaschine hat die Abmessungen 81,5 x 59,8 x 55 cm und wiegt 33 kg. Der nächste Produkt ist Bauknecht BBC 3C26X Einbaugeschirrspüler Bosch SMV25X00E Serie 2 Einbaugeschirrspüler. Die integrierbare Geschirrspülmaschine von Bauknecht arbeitet durch die Energieeffizienzklasse C sparsam und effizient. Es stehen 7 Standardprogramme und ein Sensorprogramm zur Auswahl, um das Geschirr zu reinigen und ein sauberes und glänzendes Ergebnis zu erzielen. Die folgenden Eckdaten sind für die Bauknecht BBC 3C26X Einbauspülmaschine bezeichnend. Restlaufzeitanzeige. Der Oberkorb mit 4 klappbaren Ablagen für Tassen und kleinere Geschirrstücke.
Der Unterkorb mit vier umklappbaren Tellersegmenten. Der entnehmbare Besteckkorb. Die fünf Reinigungstemperaturen. Der Vollwasserschutz durch den Sicherheitsschlauch. Die Multizone. Das Nachtprogramm. Die Hygiene Plus Option und die Option für Geschirrspültabs. Der Bauknecht Einbaugeschirrspüler bietet laut Hersteller die Sensortechnik, bei der die Reinigungskraft, der Wasserverbrauch und die Temperatur automatisch ermittelt und angepasst werden, unabhängig vom Verschmutzungsgrad des Geschirrs. Bei diesem Spülprogramm sparen Nutzer teilweise bis zu 40% Energie, Wasser und Zeit. Und mit dem Express-Programm lässt sich in etwa 30 Minuten das leicht verschmutzte Geschirr reinigen. Mit speziellem Nachtprogramm. Mit dem Nachtprogramm bietet Bauknecht mit dieser Einbaugeschirrspülmaschine ein besonderes Feature. Das spezielle Nachtprogramm ist besonders leise, laut Hersteller eines der leisesten Nachtspülprogramme in Europa. Mit der Option für Spültabs steht laut Bauknecht eine weitere, sehr gute Funktion für ein sehr gutes Spülergebnis zur Verfügung. Ebenfalls eine sinnvolle Option bietet die Multizone. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Mehrfachzonenreinigung, bei der sich die Spülkraft der Maschine auf den unteren oder den oberen Spülkorb konzentriert. Diese Option eignet sich perfekt, um stark verschmutztes Geschirr zu reinigen. Mit einer Lautstärke von 46 Dezibel arbeitet die Einbauspülmaschine recht geräuscharm. Der Wasseranschluss lässt sich für bis zu 60 Grad Celsius anschließen. In den Bauknecht Einbaugeschirrspüler passen 14 Maßgedecke. Als weitere Option der Bauknecht Spülmaschine steht die Startzeitvorwahl zur Verfügung. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Boman GSPE 7414 Einbaugeschirrspüler. Der Boman GSPE 7414 Einbaugeschirrspüler ist ein teilintegrierter Geschirrspüler mit einer Betriebsfrequenz von 50 Hz, der sich laut Hersteller für bis zu 12 Maßgedecke eignet. Es kann aus bis zu 6 verschiedenen Programmen ausgewählt werden, darunter Intensiv-, Universal- und Eco-Spülen. Der Geschirrspüler hat laut Boman eine Tassenablage im höhenverstellbaren Oberkorb und ebenfalls höhenverstellbare Standfüße. Die Reinigungstemperaturen liegen zwischen 45 und 65 Grad Celsius. Es gibt laut Hersteller eine Anzeige für Salz- oder Klarspülermangel, einen Sicherheitstürverschluss und eine Überlaufsicherung. Mit flexibler Startzeitvorwahl, der Boman GSPE 7414 Einbaugeschirrspüler hat laut Hersteller eine flexible Startverzögerung von 3, 6 oder 9 Stunden, um den Spülvorgang den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Es sind 2 Sprühebenen vorhanden. Der Einbaugeschirrspüler besteht aus einer Mischung aus Edelstahl und Kunststoff und hat LED-Kontrollanzeigen sowie eine Programmablaufanzeige. Die Maschine verbraucht je Zyklus 11 Liter an Wasser und 0,923 Kilowattstunden Strom. Sie hat die Energieeffizienzklasse E, silbergraue Geschirrkörbe und einen Besteckkorb bzw. eine Besteckablage. Der Einbaugeschirrspüler von Boman misst 57 x 59,8 x 81,5 cm, Länge, Breite, Höhe und wiegt 32,3 kg. Der nächste Produkt ist Siemens SN87X01 EQ700 Einbaugeschirrspüler Boman GSPE 7414 Einbaugeschirrspüler. Der Siemens SN87X01 EQ700 Einbaugeschirrspüler hat ein Fassungsvermögen von 14 Maßgedecken und einen Energieverbrauch von 65 Kilowattstunden pro 100 Betriebszyklen bei der Energieeffizienzklasse B. Der Wasserverbrauch pro Spülgang liegt bei 9,5 Litern. Mit der Home Connect App ist der Geschirrspüler laut Siemens in der Lage, Programme und Funktionen von unterwegs aus zu starten und die Maschine immer im Blick zu behalten. Er verwendet die sogenannte Zeolit-Technik, die selbst bei schwer zu trocknenden Geschirrteilen wie Kunststoffgeschirr perfekte Trocknungsergebnisse versprechen soll und darüber hinaus bis zu 20% Energie einspart. Mit Aquastop-System. Der Siemens SN87X01 EQ700 Einbaugeschirrspüler ist mit dem Aquastop-System ausgestattet, das Wasserschäden effektiv verhindern soll. Wird eine Undichtigkeit erkannt, stellt die Funktion den Wasserzulauf zur Maschine sofort ab.
Der voll integrierte Einbaugeschirrspüler hat eine spezielles Glaszone mit Anlageflächen aus Anti-Rutsch-Material für die sichere und schonende Reinigung wertvoller Gläser. Eine sogenannte Timelight-Projektion am Boden zeigt laut Siemens abwechselnd die Restlaufzeit und den Programmstatus unterhalb der Gerätetür auf der Fußboden an. Das Zuschalten einer Intensivzone soll zudem bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Spüldruck im Unterkorb sorgen. Im Oberkorb wird das Programm nicht geändert. Der Geschirrspüler hat darüber hinaus einen integrierten Dosierassistenten und einen horizontal und vertikal verstellbaren Sockel. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Respecta GSP60 IBAVA +++ Einbaugeschirrspüler. Der Respecta GSP60 IBAVA +++ Einbaugeschirrspüler hat ein Fassungsvermögen von 14 Maßgedecken und bietet insgesamt 6 Spülprogramme, darunter ein sparsames Eco-Programm bei 45 Grad Celsius als Standardprogramm. Die Dauer dieses Programms beläuft sich auf 3 Stunden und 40 Minuten. Die weiteren Programme sind Intensiv, Universal, Glas, 90 Minuten, Kurz. Der Einbaugeschirrspüler besteht komplett aus Edelstahl und hat eine Einbaubreite von 60 cm. Die Maße belaufen sich insgesamt auf 55 x 59,8 x 81,5 cm, Länge, Breite, Höhe. Die Einbaumaße sind 58 x 60 x 82 bis 87 cm, Länge, Breite, Höhe. Wie sich an den Maßen erkennen lässt, sind die beiden Füße vorne und der Standfuß hinten um maximal 5 cm in der Höhe verstellbar. Mit LED-Display ausgestattet, der Respecta GSP60 IBAVA +++ Einbaugeschirrspüler ist mit einem LED-Display mit Indikatorlampen ausgestattet, die Steuerung der Maschine erfolgt aber über Elektroniktasten am Gehäuse. Der Einbaugeschirrspüler von Respecta hat 3 Sprühebenen, 2 Tassenhalter und eine integrierte Besteckschublade. Darüber hinaus ist das Modell mit einem klappbaren Tellerhalter und 6 Weinglashaltern ausgestattet. Die Spülmaschine verfügt über eine elektronische Aquastoppfunktion gegen Wasserschäden und hat einen LED-Innenraumbeleuchtung für maximalen Überblick. Eine Startzeitvorwahl von 1 bis 24 Stunden ist laut Hersteller ebenfalls vorhanden. Weitere nennenswerte Funktionen des Geschirrspülers sind die Kindersicherung, der verstellbare Oberkorb und der Überlaufschutz. Die Eckdaten in puncto Energieverbrauch sehen bei der Respecta GSP60 IBAVA +++ Einbaugeschirrspülmaschine so aus, dass der Wasserverbrauch mit 11 Litern pro Zyklus im Eco-Programm und der Stromverbrauch mit 95 Kilowattstunden pro 100 Programmzyklen angegeben wird, ebenfalls im Eco-Programm. Die Energieeffizienzklasse ist E, die Trocknungswirkungsklasse A, was es mit diesen beiden Klassen auf sich hat, erfahren Leser im Ratgeber im Anschluss an den Produktvergleich. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Exquisit EGSP6012-EP030-EINOX Einbaugeschirrspüler. Der Exquisit EGSP6012-EP030-EINOX Einbaugeschirrspüler bietet Platz für bis zu 12 Maßgedecke. Er ist eine teilintegrierte Spülmaschine mit der Energieeffizienzklasse E. Das Modell verbraucht im Eco-Programm 0,923 Kilowattstunden und 11 Liter Wasser pro Durchgang. Neben dem Eco-Programm ist der Geschirrspüler mit einem Glasprogramm, einem Kurzprogramm und dem Programm Power Plus ausgerüstet. Die Temperatur liegt je nach Programm zwischen 40 und 75 Grad Celsius. Weiterhin verfügt die Einbauspülmaschine von Exquisit über einen Besteckkorb. Er befindet sich im Unterkorb und ist bei Bedarf herausnehmbar. Zur weiteren Ausstattung zählen Tellerhalter. Der Tellerhalter ist abklappbar. Das ermöglicht es gemäß Hersteller, größere Töpfe in den Geschirrspüler unterzubringen. Halbe Beladungsfunktion. Wenn das Modell nur teilbeladen ist, besteht mit Hilfe dieser Funktion die Möglichkeit, Wasser zu sparen. Laut Hersteller minimiert sich die Reinigungsleistung hierbei nicht. Startzeitvorwahl. Dank der Startzeitvorwahl ist es möglich, den gewünschten Startzeitpunkt der Maschine im Voraus einzustellen. Ist ein Besteckkorb oder eine Besteckschublade besser? Spülmaschinen verfügen je nach Modell über einen Besteckkorb oder eine Besteckschublade, die sich über dem Oberkorb befindet. Bei einem Modell mit Besteckkorb gelingt das Einräumen des Bestecks meist zügiger.
Nach dem Spülvorgang besteht die Möglichkeit, den Korb auf der Küchenarbeitsfläche zu platzieren und so das Besteck komfortabel zurückzuräumen. Der Vorteil an einer Besteckschublade ist, dass sie meist mehr Besteckteile aufnimmt. Zudem nimmt sie keinen Platz im Unterkorb in Anspruch, sodass mehr Geschirr hineinpasst. Der EGSP 6012EB030E Geschirrspüler von Exquisite ist 60 cm breit, 60 cm tief und 84,5 cm hoch. Er verfügt über eine Innenbeleuchtung und einen Wasserauslaufschutz. Der Wasserauslaufschutz soll den Wasseraustritt bei einem Fehler der Maschine verhindern. Andere Ausstattungsmerkmale sind die elektronische Klarspüler- und Salzmangelanzeige. Sie informieren, ob ein Nachfüllen von Klarspüler bzw. Salz notwendig ist. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Siemens SN636x00KEIQ300 Geschirrspüler. Das Produkt in unserer Liste ist Siemens SN636x00KEIQ300 Geschirrspüler. Der nächste Produkt in unserer Liste ist KKT Kolbe GSI 62ED Einbaugeschirrspüler. Der nächste Produkt in unserer Liste ist KKT Kolbe GSI 62ED Einbaugeschirrspüler. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Bauknecht BIC 3C26PF Einbaugeschirrspüler. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Bauknecht BIC 3C26PF Einbaugeschirrspüler. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Siemens SN436S00KIQ300 Einbaugeschirrspüler. In unserer Liste ist Siemens SN436S00KIQ300 Einbaugeschirrspüler. Der nächste Produkt ist AEG FSB 41600Z Einbaugeschirrspüler. Innovative Technologie und hochwertige Innenausstattung. Dieser Geschirrspüler von AEG überzeugt auf ganzer Linie. Mit dem Autosense-Programm werden Programmdauer, Temperatur und Wasserverbrauch automatisch an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst. Dies ermöglicht, in Kombination mit einem höhenverstellbaren Korb und klappbaren Ablagen, optimale Ergebnisse. Fertig, wenn es Ihnen passt. Machen Sie mit der Zeitvorwahl Ihres Geschirrspülers das Beste aus der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit. Stellen Sie eine Ihnen passende Zeit ein und freuen Sie sich, dass das Geschirr sauber ist, wenn Sie es benötigen. Trocknung mit natürlichem Luftstrom. Das Airtree-System trocknet den Inhalt der Geschirrspülmaschine mittels eines natürlichen Luftstromes. Dies hat zur Folge, dass Energiekosten gespart werden und zudem, dass das Geschirr nach dem Spülvorgang direkt ausgeräumt werden kann. Produktdetails: Ab 7 Litern Wasserverbrauch im Autosense-Programm. Nur 47 Dezibel. Verbrauchswerte: 11 Liter, 1039 Kilowattstunden im Programm Energiesparen 50 Grad Celsius. 4 Programme, 4 Temperaturen. Programme: 30 Minuten 60 Grad Celsius, Autosense 45 Grad bis 70 Grad, Eco, Glas 45 Grad, Intensive 70 Grad Celsius. 1 bis 24 Stunden Startzeitvorwahl. Restlaufanzeige. Beladungserkennung Sensor Logic. Wassersensor. Auto Off. Extra Hygiene Option. XTR Dry Option. Inverter Motor. Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand. Oberkorb, 4 klappbare Tassenablagen. Unterkorb, Tellerhalter fix. Besteckkorb. Elektronische Nachfüllanzeige für Salz- und Klarspülmittel. 13 Maßgedecke. Aqua Control. Airtree. Technische Daten. PNC 911.514.004. EAN-Nummer 7.332.543.531.851. Bauart: freistehender Geschirrspüler.
Energieeffizienzklasse A+. Gerätemaße HXBXT CM 85,0 × 60,0 × 62,5. Trocknungswirkung A. Energieverbrauch pro Spülgang kWh 1039. Wasserverbrauch pro Spülgang L 11. Wasserverbrauch pro Jahr L 3080. Energieverbrauch pro Jahr kWh 295. Deklarationsprogramm Energiesparen 50 Grad Celsius. Geräusch dBAre 1 Pikowatt 47. Hocheinbaufähig Nein. Equal Control Ja. Wasseranschluss Kalt oder warm bis 60 Grad Celsius. Absicherung A 10. Anschlusswert Watt 1950. Anschlussspannung Volt 220 bis 240. Bruttogewicht KG 44,7. Nettogewicht KG 42,7. Der nächste Produkt ist Siemens SN63HX41TIQ 300 Geschirrspüler. Der Siemens SN63HX41TIQ 300 Geschirrspüler ist voll integrierbar mit einer Breite von 60 cm, einer Höhe von 81,5 cm und einer Tiefe von 55 cm. Bei geöffneter Tür liegt die Tiefe bei 115 cm. Der Geschirrspüler hat die Energieeffizienzklasse C auf der Skala von A bis G und verbraucht bei 100 Betriebszyklen im Programm ECO 50 Grad Celsius 75 Kilowattstunden. Der Wasserverbrauch liegt bei 9,5 Litern pro Spülgang im Programm ECO 50 Grad Celsius. Das Programm dauert 3 Stunden und 55 Minuten. Neben dem Programm ECO 50 Grad Celsius hat der Siemens Geschirrspüler und 7 weitere Programme, Auto 45 bis 65 Grad Celsius für leicht verschmutztes Geschirr und besteckintensiv 70 Grad Celsius für stark verschmutzte Töpfe und Pfannen und unempfindliches Geschirr und Besteck schnell 65 Grad Celsius für gering haftende frische Speisereste Glas 40 Grad Celsius für gering haftende Speisereste auf empfindlichem Geschirr und Glas Favorit für eine individuelle Kombination aus Programm und Zusatzfunktion. Das Gerät hat ein Vorspülprogramm und ein Maschinenpflegeprogramm. Es bietet die Sonderfunktionen Fernstart, Intensive Zone, Hygiene Plus, Vario Speed Plus und Silence on Demand. Das Infolight, ein blauer Punkt auf dem Boden, gilt als Betriebsanzeige und zeigt den Fortschritt des Spülgangs an. Mit Home Connect lässt sich der Geschirrspüler über eine App steuern. Der Siemens Geschirrspüler hat eine schwarze Klartext-Bedienblende mit einem Display. Er hat eine Startzeitvorwahl von 1 bis 24 Stunden und eine elektronische Restzeitanzeige in Minuten. FAQ ist es möglich, den Siemens SN63HX41TIQ 300 Geschirrspüler an den Warmwasseranschluss anzuschließen. Ja, die Spülmaschine lässt sich an den Warmwasseranschluss anschließen. Hat die Spülmaschine eine Besteckschublade oder einen Besteckkorb? Der Siemens SN63HX41TIQ 300 Geschirrspüler hat eine Besteckschublade. Öffnet sich die Maschine nach dem Spülgang automatisch? Nein, die Maschine hat keine Auto-Open-Funktion. Wie lange gewährt Siemens eine Garantie auf die Spülmaschine? Siemens gewährt eine Garantie von 2 Jahren auf diese Geschirrspülmaschine. Aus welchem Material sind die Innenwände der Einbaugeschirrspülmaschine? Die Innenwände der Siemens Geschirrspülmaschine sind aus Edelstahl. Hat die Spülmaschine die Funktion Home Connect, also die Wi-Fi-Anbindung? Ja, diese Option steht Ihnen bei der Siemens IQ 500 Einbauspülmaschine zur Verfügung. Weniger Anzeigen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Siemens SN53S15 AE IQ 300 Einbaugeschirrspüler. Der Siemens SN53S15 AE IQ 300 Einbaugeschirrspüler ist als teilintegrierte, vollintegrierte oder Unterbaumaschine verfügbar. Beim vorliegenden Modell handelt es sich um die teilintegrierte Version. Der Geschirrspüler hat Home Connect und kann laut Siemens über die Home Connect App bequem von unterwegs über ein Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Die Funktion Auto Open Dry sorgt laut Hersteller dafür,
dass sich die Spülmaschine nach Programmende automatisch sanft öffnet, um die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Energieaufwand zu unterstützen. Mit Aqua-Stopp-System, der Siemens SN53S15 AEIQ 300 Einbaugeschirrspüler ist mit dem Aqua-Stopp-System ausgestattet, das Wasserschäden effektiv verhindern soll. Wird eine Undichtigkeit erkannt, stellt die Funktion den Wasserzulauf zur Maschine sofort ab. Der Einbaugeschirrspüler hat Flexkörbe für das Geschirr, die maximale Flexibilität beim Be- und Entladen der Spülmaschine bieten sollen. Der Oberkorb des Geschirrspülers lässt sich laut Siemens dreistufig in der Höhe verstellen, um sperriges Geschirr wie Töpfe, Pfannen und Woks zu verstauen. Die Maschine bietet Platz für 13 Maßgedecke, hat einen Energieverbrauch von 74 Kilowattstunden pro 100 Zyklen und die Energieeffizienzklasse C. Der Wasserverbrauch liegt laut Siemens bei 9,5 Litern pro Spülvorgang. Der Einbaugeschirrspüler hat eine Nischenhöhe von 81,5 bis 87,5 cm, eine Nischenbreite von 60 cm und eine Nischentiefe von 55 cm. FAQ: Wie sind die Maße und das Gewicht des Siemens SN53S15 AEIQ 300 Einbaugeschirrspülers? Die Spülmaschine misst 57,3 x 59,8 x 81,5 cm, Länge, Breite, Höhe und wiegt 35,812 kg. Wie viele Programme stehen zur Verfügung? Der Siemens SN53S15 AEIQ 300 Einbaugeschirrspüler hat insgesamt 6 Programme, darunter ein Eco-, Express- und Intensivprogramm. Wie laut arbeitet der Geschirrspüler? Die Maschine hat eine maximale Geräuschemission von 44 Dezibel. Aus welchem Material besteht der Geschirrspüler? Der Einbaugeschirrspüler besteht laut Siemens zu großen Teilen aus Edelstahl. Weniger Anzeigen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Bosch Smooth 4 HVS 31E Einbaugeschirrspüler. Der Bosch Smooth 4 HVS 31E Einbaugeschirrspüler ist ein unterbaufähiger Geschirrspüler mit einem Fassungsvermögen von 13 Maßgedecken und einer Luftschallemission von 46 Dezibel. Die Maschine besteht aus Edelstahl und kann laut Hersteller via Home Connect von Bosch einfach über ein Tablet oder Smartphone gesteuert werden. Mit Informationen zum Spülstatus, einer Silencio-on-Demand-Funktion und der Auswahl eines Favoritenprogrammes sollen Nutzer die volle Kontrolle über den Geschirrspüler haben. Der Einbaugeschirrspüler hat die Energieeffizienzklasse E und einen jährlichen Energieverbrauch von 262 Kilowattstunden. Mit 6 Programmen, der Bosch Smooth 4 HVS 31E Einbaugeschirrspüler bietet